Covid-Pandemie hat an den letzten 2,5 Jahren den ganzen Gesundheitsbereich dominiert. Verschiedene Schwächen vom System sind dadurch im Moment noch handgeregelt gehen. Die Pandemie hat aber andere Schwächen von unserem Gesundheitssystem auch ganz klar abgewiesen. Ein großes Stichwort ist heute der Virage Ambulatoire, wo der Claude Wieseler aber gleich noch mehr im Detail darauf eingehen. Da geöffnet an den letzten Wochen am Ende, aber auch ganz viele Punkte an der Santé, die für Diskussionen gesorgt haben. Ihr Rezentbeispiel häufiger ist zum Beispiel die Tatsache, dass AMMD als Spitalsföderation sich nicht eins sind. Das ist das für uns symbolisch für den Malaise, den am Gesundheitssektor seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten gibt, an den an unseren Ahnen, ob eine fehlend richtige Steuerung von den politisch Responsablen zurückzuführen ist. Auch die Situation, an der sechs Kardiologen am Sterben können, ist sicherlich nicht am Sinn von den Patienten. Andere Beispiele sind die seit Jahren schläfend Diskussionen im IRM oder sonst medizinisch Equipement und Doktorspraxen, nachdem es dann am April den Centre Medical und Potterspiech zu Grevemacher abgemacht hat, als dann endlich Bewegung an den Dossier kommen, das ist aber leider auch recht, nachdem es Tatsache geschaffen geworden. Da muss man sich auch bewusst sein, dass wir eine Penurie von Doktoren hier steuern. Auf verschiedene Bereiche ist das schon viel mehr akut, wie zum Beispiel bei den Pädiatern. Dadurch hat ja schon meistens zeitweise Maternität zu Ettelbrück zugemacht gehen. Aber nicht nur an den Spitälern, als die Situation von den Pädiatern nicht gut, auch die Verteilung über Land als schlecht. Die geht nicht durch. Wenn ich die Region gucke, die ich am besten kennen musste, dann muss ich feststellen, dass zum Unter von drei Pädiatern nach einem da ist, zu Remisch hat einen abgehauen, zu Wurmen haben wir noch einen. Und es gibt auch eine Praxis zu Jungen da. Die sind aber alle überlaufen. Muss ich ganz lange auf ein Rendezvous warten. Praktisch gesehen, ich wollte gleich für meinen Jungen ein Rendezvous für zu impfen holen. Das dauert dann 6 Wochen. Boah, das ist keine Urgence, aber trotz allem ist das keine optimale Situation für ein modernes Gesundheitssystem. 2019 waren in der Chambre den Etat des lieux des professions médicales et des professions de santé präsentiert, die ganz klar auf das Problem hinweist, den ihr bei uns durchkommt. Die Alterspyramide von Doktoren hier im Land ist definitiv deplorabel. Kraft zusammengefasst hatten wir 2021 am ganzen 3.319 Doktoren, das sind sowohl Generalisten, Spezialisten wie auch Zahndoktoren hier im Land, wenn ihr von einem Pensionsalter von 65 Jahren ausgeht, gehen da davon bis 2034 ein rund 1233 an Pension, von den nur dem pessimistischen Szenario hält von einem Pensionsalter von 60 Jahren, sind da sogar 1477. Du findest also nicht verwunderlich, dass Doktoren von dem Etat des lieux eine ganz klare Rekommendation formulieren. Ich zitiere hier, «Dans le cadre de la gouvernance nationale à mettre en place, intégrer le nombre de départs prévisibles jusqu'en 2034 afin de développer une stratégie nationale anticipative pour gérer la situation et planifier l'avenir.» Ich könnte hier noch weiter zitieren, aber ich meine, die versteht auch, was gemeint ist. Für das ist kein geplant gehen, muss man aber wissen, wer als medizinische Landschaft auch außerhalb von den Spitälern ausgesagt. Häufig braucht man einen Karte Sanitär, und der befasst sich dann laut dem Observatoire National de la Santé, der nicht mehr spät wie gestern seine Arbeit abgeholt hat, und wir hoffen, dass du dann endlich ein bisschen das Führer geht an dem Dossier. Der sieht, es gibt einen evidenten Malaise am Gesundheitsbereich zu Lützburg. CSV hat eine ganze Reihe Proposen, wie wir wollen, was aufhaken, für den Gesundheitssektor zu verbessern und zu modernisieren. Das immer im Sinn vom Patienten, weil der Patient steht für uns am Mittelpunkt. Und ich gehe dann laut Wort weiter und den Claude Wieseler, den ich als Rezeptor dann präsentiert. Merci Max, die Damen, die Herren. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir hatten, wie gesagt, eine lange Zeit Covid-Law. Und das ist etwas, was an der Gesundheitspolitik vieles verdeckt hat. Aber ich sage auch an der Runde, Covid ist nicht eine Excuse für alles. Wir haben die Impression, dass vieles an der Gesundheitspolitik heute nicht funktioniert. Und das alles kennt ein Loh zum Vierschein. Aber auch wenn es ein Loh zum Vierschein kennt, dann sind die Probleme, die sich an der Gesundheitspolitik stellen, aber keine neuen Probleme. Die meisten Probleme haben schon einen langen Bart. Ich kann mich erinnern, dass wir es in der letzten Wahlkampagne schon angeschwört haben, Wartelisten an Urgenzen an IRM, dass wir auch die Wahlkampagne für drin schon angeschwört haben. Wir stellen heute fest, dass an den letzten 10 Jahre von einer sozialistisch staatlich dirigierter Gesundheitspolitik noch nicht weitergekommen sind. Und ich gebe euch hier ein paar Beispiele. Wir haben, und da sind wir alle gut gekommen, wir haben
hier im Land gut Doktoren, wir haben auch gut Spedeler. Das Problem ist nicht den, das Problem ist die vom Achse zur Medizin. Die Diskussion hat sich an den letzten Moment ganz oft rund um den IRM bewegt, mit der er nicht spitzt vom Eisbier. Der Max hat es schon ein wenig gesagt. Probleme für den Achse an den Urgenzen, den normalen Urgenzen mit ganz langen Werdezeiten, aber auch bei den Pädiatrien und auch selber bei Jipfri von uns, hat durch seine Erfahrungen gemerkt, wo stundenlange Werden wird penibel, desagreabel kann sein. Endoskopien, wenn sie hohe Urgenzen sind, 2 bis 3 Monate Werdezeit, Mammografien, die hoch dem Programm Mammographie gemerkt haben, am Sergel 18 Monate, am Kirchbüch 10 Monate, tun nicht von mir zu wollen, die Zonte selber rausgehört bei den IRM 1 bis 2 Monate, aber wie gesagt, an der Pädiatrie hängt es von den einzelnen pädiatrischen Kabinetten auf, wie lange dann auch die Werdezeiten sind, aber wie oft oder wie nicht kann ein Rendezvous kreieren. Das sollen nicht nur die Leute, die bei den Medizin müssen beikommen, das sollen auch Generalisten, weil sie genau dieselbe Probleme mit ihren Patienten, wenn sie sie müssen, als Scannerin checken, dauert das oft ein paar Wochen, ehe der Patient beikommt, wenn sie müssen Koloskopien machen, nicht nur ein paar Wochen, mehr pur meint auch darüber beklagen sich Generalisten. Das ist für uns nicht nur eine Frage von Mangel an Personal, aber das ist auch eine Frage von der Organisation. Am TRM, den wir an der letzten Zeit so viel diskutiert haben, ist am Anfang ein gutes Beispiel gewirscht von dem, was geschieht ist. Wir haben hier ein Urteil gehabt, den 5. Juli 2019, ein Urteil von der Cour Constitutionnelle, das an sich ein Gesetzestext an ein Reglement als nicht konform, als antikonstitutionell konsideriert. 3 Jahre sind vergangen, 3 Gesundheitsministerin haben an dem Kader nichts gemacht, haben den Dossier einfach während 3 Jahren verfaulen gelassen. Um Terrain haben Sachen sich aber bewegt. Die Leute um Terrain hatten solche Probleme und haben probiert weiterzukommen, haben probiert ihre Remmen zu installieren, und kriegen dann von der Minister reprochiert, sich außerhalb vom Rechtsstaat zu bewegen. Dazu habe ich 2 Remarken zu machen. Die erste Remarke ist, wenn an einem Rechtsstaat eine Regierung gesagt, dass der Gesetzestext von der Cour Constitutionelle als nicht konform erklärt wird, dann soll sie kein 3 Jahre werden, bis sie sich an Konformität setzt. Dann soll sie ein Dossier nicht verfaulen lassen, mir hat also die Pflicht, am Rechtsstaat direkt drunter zu gehen. Zweitens, sie mir der Überzeugung, dass auch juristisch an diesem Dossier ministerisch falsch liegt. Gesetz von 2018 über das Etablissement Hospitalier bezieht sich auf das Etablissement Hospitalier und nicht auf Privatpraxen. Da sind da wie Juridik ganz klar drüber. Dafür war die Interpretation an den Druck, den ausgeübt hat, am Eisenhahn juristisch falsch. Aber wären richtig gewischt, wäre die Interpretation von der Minister richtig gewischt, dann kommen wir zur Konklusion, dass die Texte sich gegen den Artikel 11 von der Konstitution der Liberté d'Exercice gegenwenden, dass sie gegen die Egalität devant la loi, dass sie gegen den Artikel 49 Alinea 1 vom Europäischen Treaty über die Liberté d'Etablissement gegen verstoßen und dass sie auch eine Atteinte au droit de la concurrence wäre. Der Minister schreibt am Anfang auch nie das Gesetz und Potterspirsch richtig appliziert. Sie hat am Anfang den Potterspirsch nie verboten. Sie wusste wahrscheinlich, für was sie es ging machen, weil die Basis-Juridik an Eisenhahn-Stross nicht hält. Sie hat diesen Dossier verschläft, dann noch Druck exerziert, und par ailleurs als Eiseninformationen noch immer nicht an dem Dossier unterschrieben. Und dann hat sie Gesetz deposiert, für das soi-disant ambulatoire zu regeln. Ein Text, der schnell fabriziert ist, den an der Panik fabriziert ist, für sich den Dossier Potterspirsch zu regeln, ob ein brutaler Neusenern Erderweis, wo ein inner Tutel vom Spedol, wo alles inner Tutel vom Spedol ganz einfach gestaltet. Das an Neusenern geht die freie Entwicklung von der Medizin.
an ginint dem Patient seg Interieren. Situationun vor faule Glos, dun Druck exercéiert, dun firuféi akkomplieren Leiit gestart. Wat hätte mir gemerk? Könnt da normalerweise als froh. An den wird as ganz klar. Mal für dich den Do-Text, den lo deposiert das, den hätte man sicher nicht deposiert. Mir hätte einen Text gemerkt, wo die Privatinitiative autorisiert und unterstützt gewährt. Ein ganz andere Gesundheitsphilosophie, wie die, die momentan hier angewendet wird. Mit dem Prinzip, dass man auch keine Zwei-Klasse-Medizin will, dass man die Qualität von der Medizin aufrecht erhalten, dass man den Kostenpunkt will am Griff behalten. Und hauptsächlich, und das ist an unserem Land das Wichtigste, dass derselbe Preis für denselben Akt am Spital und am Privaten so bezahlt gehen. Wir sind der Meinung, aus dem Grund, dass es gut gewirkt wird, wenn den CNS an der Nomenklatur nicht nehmen, den Akt ging zurückbezahlen, aber auch die Lokation des Materiell an diesem Fall, wird die ganze Situation dagegen mehr gerecht machen zwischen Privé und Publik, also Privé und auf der anderen Seite dem Spital. Wir hätten auch an unserer Konzeption geguckt, dass so Privatinitiativen hätten einen Akkord respektive eine Konvention mit dem Spital müssen machen, ganz einfach, wenn wir der Meinung sind, dass eine Kontinuität des Soins sollt assuriert sein. Wir hätten einen klar legalen Kader geschärft, den aufpasst, dass hier nicht so eine Art Minikliniken entstehen, den aber auch nicht eine Obligation schärft, für das nur unten Hospitalieren notwendig wären, an den hauptsächlich auch aufgarantiert wird, dass so Zentren von Doktoren betrieben gehen und nicht von Finanzgruppen, die just wollen Profit machen, das aus deontologischen evidenten Gründen. Wir hätten ein Kontrollsystem angefordert, für Tabuen zu vermeiden. Wir wären der Meinung, dass es logisch wäre, dass Gehälterstruktur dieselbe ist, wie an den Kollektivverträgen von den Spedeler wäre. Und wir hätten den Gesetzestext über Doktorspraxen den Lohn des Schleit matt gestimmt. Also so nicht klar Ideen, wie wir den Problem an den Griff gekriegt hätten, klar Ideen, die ähnlich sind, wie das wird Lohn des Schleit in einer Politik, die wir als CSV umgesetzt hätten, einer Prinzipien und einer Resultate. Den Text haut aus dem Druck entstanden, sogar der Collège Médical, also nicht nur Tam Dende, sogar der Collège Médical sieht, dass dieser Text nicht dem entspricht, was um Gesundheitstisch durchdiskutiert ginas, absolut ohne Konsultation mit dem Sektor gemerkt gewährt, der das hier ein Ausdruck absolut backleierten Text ist, weil ein Hospital zentriert ist, hat keine Chance für Privatmedizin. Gut. Der nächste Problem, den du an den auch verschläft ginas, das ist den von den Garden, von den Doktoren, an wie die Garden bezahlt gehen. Du hast auch seit 2018, seit Gesetz der 4 gesagt, nichts geschieht. Ich gehe noch nicht auf die Diskussion an, die zwischen dem MMD und der FHL ausgebracht ist, über die doktische Flucht. Das ist etwas, eine Diskussion, die ich nicht kann von der Platz, wo wir heilig sind, abschätzen. Mit der Hinsicht werde ich aus den Nängen und aus den anderen aussuchen, rausleden, dass das um Terrain ein groß Unzufriedenheit da ist. Und ich gesehen, dass der Minister reagiert auf den punktuellen Druck, den um Terrain da ist. Zum Beispiel, wenn wir Schwierigkeiten am Hôpital du Nord mit der Pädiatrie haben, dann gehen wir einmal extrem punktuell Lösungen gefunden, ohne dass aber das Gesamtproblem angepackt. Und die Lösungen, die es hier gefunden gehen, die punktuellen Lösungen, die haben teilweise an einer Seite als Konsequenz, dass nach einem anderen Bereich auch eine größere Unzufriedenheit entsteht. Das Kart, los und los, immer mehr Wärme als an Evolution, er wird auch ein Jahr an der nächsten Zeit richtig Probleme stellen, wenn da keine Lösungen gefunden gehen. An der Jürgen Schandrun, dasselbe gilt für den Dienst an den Altersheimer, wo Eiseninformationen noch auch die Finanzen gekürzt sind. Mein dritter Punkt.
Das ist die von der Digitalisation. Da stellen wir ganz einfach fest, dass wir im Gesundheitsbereich sicher nicht so weiterkommen sind, wie das geplant wäre und wie das notwendig gewesen wäre. Das gilt sowohl für die Applikationen, die bei den Doktoren und den Doktorspraxis sollen laufen, an die da eine administrative Vereinfachung bräuchte und dafür absolut notwendig gewesen wäre. Das gilt aber auch für den DSP, den Dossier des Soins Partagé, den zwar existiert, aber den an der Realität aber absolut nicht das bringt, was initial versprochen wäre. Wenn ich gucke, weil ich das nach gestern noch geguckt habe, ob meinem Dossier, was da dran ist, sind das hauptsächlich Covid-Tester und Blutanalysen. Meinet. Und das wird am Anfang Mist dran sein, wenn größere Analysen gemacht sind, die dann von, wenn eine Analyse am Donner an einem männlichen Bedohl gemerkt hat, müssen auf Opfer gehen, fand ich nicht an den Dossier rum, so dass dann auch absolut nicht das bringt, was den Mist bringen. Und dasselbe gilt auch für die informatischen Systeme, die an den Spedeler laufen, wo eine Interchangeabilität ganz schwer ist. Dazu nicht nur mir, aber dazu noch alter Wien von den Berufsgruppen, die wir am Kader von der Diskussion über die Medizin ambulatoire an die Chambre geschickt haben, wenn ihr die nach einem Kehr liest, da sieht ihr, dass das ein größerer Reproche ist, der von überall kommt. An der Reproche, dass wir an der Digitalisation nicht da sind, wo wir sollten sind, den hat natürlich auch Konsequenzen auf die Medizin. Weil am Anfang die Zukunftsmedizin, die wir heute zu Lützeburg brauchen, nicht möglich. Nicht, weil sie blockiert. Sie blockiert ein Ambulatoire, sie blockiert Telemedizin und sie blockiert Hospitalisation a Domicil. Und nicht, damit eine zukunftsorientierte Medizin extrem schwierig. Und dafür sind wir auch an den drei wesentlichen Dossiers da hängen geblieben. Ein paar Worte über Telemedizin. Weil der große Zukunftschantier ist an den nächsten Jahren. Wir haben gesehen, an der Pandemie, dass Telemedizin praktikabel ist, dass sie sinnvoll ist, dass sie auch kaum angewendet wird. Am Eisenheim hat sie Anwendungsgebiete, die aber über die Epidemien im Allgemeinen rausgehen. Zum Beispiel für die Patienten, die an einem Resus vivieren gehen. Wo es äußerst sinnvoll wäre, dass ein Teil von Konsultationen könnte über Telemedizin laufen. Zum Beispiel aber auch über das Suivi Therapeutik Ambulatoire, wo auch Telemedizin ganz wesentlich könnte helfen. Und auch über Routinenkonsultationen, wo es ganz oft nicht notwendig ist, den Doktor zu sehen, aber wo ihn ganz ernst könnte über Telemedizin drogen, das ging auch das ganze System massiv desengorgieren. Dafür froh mir als CSV haut ganz klar, dass am Kader von der Telemedizin den Kader klar gesetzt wird. Erstens muss man Definitionen setzen. Was geht an der Telemedizin, mehr aber auch was geht nicht an der Telemedizin. Was sind Tarifikationen, weil notgedrungenerweise sind die ernst. Was ist die Responsabilität vom Doktor an der Telemedizin, an WGT aufgarantiert. Was sind die Konduiten? Wie soll die Ontologie gestaltet gehen? Wie geschieht der Remboursement von der CNS? Kuren am großen Ganzen von den Akten, auch Kuren von den Apparaten. Aber was ist der Droit d'accès au données? Für uns, wenn ihr wollt, den Dossier von der Telemedizin weiter treiben, sind Antworten, ob die Dorfruhe notwendig ist. Dafür verlangen wir, dass ein Kadre legal für Telemedizin so schnell wie möglich gemerkt, wo Deontologie, Responsabilität und Definitionen ganz klar dahingestellt in der Telemedizin sich kann einen Kader developieren, den aufgesichert ist, wo Barrieren auf alle Seiten sind, wo JIP für Akte weiß, wen sich zu bezahlen. Dasselbe gilt für den Kader Financier, wo wir auch mengen, dass die verschiedenen Akten der Telemedizin müssen definiert gehen, und auch den Kader Informatik, die muss gesagt werden. Ein anderes Beispiel ist die Hospitalisation am Domicil. Vielleicht kennt ihr das Projekt von dem CHTN, dem Nordspedal über die Onkologie, wo eine Reihe
Patienten mit Krebs Möglichkeit kriegen, für daheim können gepflegt zu gehen, mit Zwivi vom Service d'Onkologie von dem CHDM. Am meinen Namen ein super Projekt, aber ein Projekt, den, wo der Remboursement nicht garantiert ist, die wissen nicht, all Jahres, ob sie das Jahr drauf können weiterführen. Wir verlangen da, dass die Loi hospitalière adaptiert wird, für das so Projekte können an die Kontinuität angeschrieben gehen. Wir verlangen auch, dass das kohärente Konzept von der Hospitalisation a Domicil ausgeschafft wird. Wir wissen, dass in verschiedenen Branchen die Hospitalisation a Domicil äußerst sinnvoll sein, zum Beispiel am Palliativen, zum Beispiel bei Grossesse a Risiko, zum Beispiel am Postoperatoire. Und dafür ist es wesentlich, dass die Konzepte kohärent um dich leihen. Auch da muss die Prise en Charge von der CNS präzise definiert gehen. Es muss auch definiert gehen, wie dann von der Responsabilität hier en Charge ist. Wie geht um Terrain bei den Leuten? Was für Responsabilitäten haben die Infirmierinnen und Infirmieren? Die heim gehen, wie ist die Responsabilität vom Doktor, wie kann das überhaupt machen, müssen das Infirmier sein, die an den jeweiligen Servicen am Spital sind, können doch Ressourcen sein, die von extern das machen, also was sind die Responsabilitäten, wie ist die Informatik, alles das muss geregelt gehen, aber gerade so muss die Wolle geregelt gehen von der Education, von der Familie, weil das evident ist, bei der Hospitalisation a Domicil Familie auch eine große Rolle an der Pflege wert spielen, an der auch die Familie muss begleitet gehen und muss Informationen können kriegen. Wenn wir wollen, die Do-Projekte ordentlich machen, wenn wir wollen, als Medizin abmachen für so Projekte, dann ist es notwendig, dass wir auch einen Kader schafft, und wir verlangen auch, dass der Kader do en place gesagt wird, weil das ermöglicht ist, dass wir die Zukunftsprojekte an der Medizin ordentlich können developieren. Meine Konklusion ist, dass wir heute feststellen, dass der Dialog am Sektor nicht mehr richtig funktioniert. Das ist zwar ein gesundheitlicher Angriff, aber wir fanden das auch wirklich eine gute Idee. Aber wenn der Gesundheitsdurch daran besteht, dass es just da ist, für das Schiedfrieden seine Lektion abseht, und dann der Minister sowieso mischt, was er will, dann hört das nicht ganz viel Sinn. Das ist etwas, was nicht nur mir so und was auch nicht nur der MMD sieht, aber was eine ganze Reihe von den Parteien, die hier um dich sitzen, uns erzählen. Wir hätten gern, dass den ordentlichen Dialog am Gesundheitssektor hergestellt wird und dass wir eine gemeinsame Gesundheitspolitik definieren und noch umsetzen. Wir stellen noch fest, dass das Ministerium den absoluten Kurs von einer zentral gesteuerten Politik weiterfährt, an all Privatinitiativen ausbremst, an Domat, an Eisenhahn, die Attraktivität vom Beruf verschlechtert. Wir stellen auch fest, dass wir wichtige Entwicklungen verpassen, wie am Ambulatoire, wie an der Telemedizin, wie an der Hospitalisation a Domicil. Wir wissen, und das ist mein letzter Satz, dass Gesundheitspolitik sensibel ist, dass sie heute an unserer Gesellschaft eng von den zentralen Diskussionen ist. Und das wird auch als an dem ganzen nächsten Jahr als Zentraldiskussion begleiten. Wir proposieren als CSV eine andere Politik, wie die Regierung momentan am Gang ist zu machen.